Hallihallo, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Laber-Video. Heute laber ich mal ein bisschen die Überschrift verrät ja, um was es geht. Ich möchte euch einfach nur kurz erzählen, ob es Coupon vielleicht wirklich bald nicht mehr geben wird und was meine Meinung dazu ist. Genau, weil ich habe einen Vergleich. Wenn ich das vom letzten Jahr mit diesem Jahr vergleiche, dann ist alles sehr, sehr schlechter geworden. Hat alles nachgelassen und in meinem Fall, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich so extrem Coupons gemacht habe, weil ich habe jetzt einen vollen Vorratskeller. Ich habe jede Menge Vorrat da, ich habe Öl da, ich habe Nudeln da und so weiter. Ich muss mir da keine Gedanken machen und muss es nicht jetzt teuer kaufen. Und da es Coupons jetzt immer weniger gibt und kann man jetzt auch kaum noch mehr sparen. Ja. Es hat ja angefangen, dass die Kochbar Cashback App, die kennt ihr wahrscheinlich noch, die ist einfach weg. Also die haben sie gelöscht, haben sich verabschiedet und damit konnte man keinen Cashback mehr machen. Dann hat sich die Rebate, ist falsch ausspricht, sorry, ist auch eine Cashback App gewesen, die hat sich auch verabschiedet, die haben sie auch gelöscht. Genau. Dann es ist so, dass die Lidl-App immer schlechter geworden ist, aber immer so nach einer Zeit. Die Lidl-App konnte man viele Gratis-Sachen ergattern, wenn man einkaufen war. Da konnte man jedes Mal nach dem Einkauf drehen oder ruppeln und hat auch viele Gratis-Artikel sogar bekommen. Und das gibt es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Man kriegt Sachen zum Frubbeln, aber alles nur Prozente. Es gibt nichts mehr gratis. Es gab auch immer Gratis-Sachen ab 20 oder 40 Euro. Ich glaube, 20 Euro waren es sogar. Ab einem 20-Euro-Einkauf hat man einen Gratis-Artikel geschenkt bekommen. Jetzt muss man schon für 60 Euro einkaufen. Es wird immer höher. Und man muss wirklich, also für 60 Euro, klar, in der heutigen Zeit hat man das gleich zusammen. Aber es ist halt nicht mehr so attraktiv. Und genau. Und jetzt gibt es ja die 50% bei Lidl auch nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch 30% auf alles. Es gibt zwar die Rettertüten mit Obst und Gemüse drin, aber es gibt keine 50% mehr. Es gibt jetzt nur noch 30% wie vorher auch. Genau, das ist jetzt auch weg. Finde ich schade, ich habe gerne 50% geshoppt, aber okay. Was noch? Ja, ansonsten, genau, die Coupies-App wird jetzt auch gelöscht zum Oktober. Die gehen jetzt, Coupies und Skonto kommen jetzt zusammen. Also am Anfang konnte man immer beide kombinieren, dann konnte man vielleicht so einen kleinen Gewinn ergattern oder es war mal was gratis. Aber das fällt jetzt auch komplett weg, weil man kann auf Skonto und Coupies nicht mehr den gleichen Kassenbon hochladen, sondern nur noch verschiedene Kassenbons. Und da die jetzt sowieso zusammenkommen und Coupies gelöscht wird, ist das sowieso Geschichte. Das ist auch der Punkt. Da hab ich auch viel gratis ergattern können. Und ja, mit Coupons selber es ist im Umlauf sehr wenig Coupons. Also ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr war mein Coupon-Ordner, ich habe ja so einen Ordner, der war rappelvoll, ich habe da nur mehr zubekommen. Und dieses Jahr ist der fast leer. Also es gibt wenige Coupons und die es halt gibt, da muss man halt gucken, ob sich's lohnt, wenn Angebote reinkommen. Oder wenn ich es halt dann brauche, dann dass ich dazu Coupon einlöse. Ja, was ich jetzt viel mache, ist Geld zurück Sachen kaufen. Dass ich die Sachen kaufe, ein Kassenbo auf der Seite hochladen und dann das Geld aufs Konto wieder kriege. Da gibt es viele Sachen, muss ich sagen. Das ist, finde ich, sehr gut. Das ist noch geblieben, aber wer weiß, wie lange das noch funktioniert. Aber mir fehlen halt die Coupons, dass ich Coupons machen kann. Das ist halt ein Hobby von mir und ich habe das gern gemacht. Und es hat halt alles sehr nachgelassen. Es ist alles teurer geworden. Weniger Coupons. Die Apps sind nach und nach verschwunden. Es gibt keine 50% mehr bei Lidl. Was sich da wirklich lohnt, ist nur noch Kaufland, weil Kaufland reduziert bis zu 80%, wenn man Glück hat. Ja? Und da gehe ich ja halt dann lieber zum Kaufland und kaufe da reduzierte Sachen ein. Genau. Und
Mir tut es einfach für die Leute leid, die darauf angewiesen sind, die nicht so viel Geld haben. Rentner zum Beispiel, oder die nicht arbeiten gehen können, ne? Weil die sich nicht dazu verdienen können, die nicht nochmal einen Job nehmen können. Für die tut es mir leid, weil die müssen jetzt noch mehr in die Tasche greifen. Wahrscheinlich haben sie gar nichts mehr, wo sie weiter in die Tasche greifen können. Und jetzt fährt zum Beispiel das vom Lidl, das Reduzierte weg und das können sie dann auch nicht kaufen. Und es wird alles teurer und jetzt müssen sie den Cent 5000 Mal umdrehen. Ja, ich find's blöd. Also, ja, ich find's doof, dass alles teurer wird. Und also, ich glaube jetzt nicht, dass Komporn komplett aussterben wird, aber es wird immer weniger und ja, das hat einfach alles damit zu tun, dass alles teurer wird und alles. Das, jeder möchte, keiner kann mehr sparen und möchte mehr sparen und also wir natürlich schon, aber ne? Ja, genau. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr das macht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr noch Geld spart, wo ihr Geld spart oder wie ihr einkaufen geht. Das würde mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Ob ihr auch das Gefühl habt, dass Corporing immer weniger wird und Cashback-Sachen und ja, dass alles teurer und durch die Decke schießt, da braucht man ja gar nicht reden. Das sieht man ja, das merkt man, Gebäude. Aber vielleicht habt ihr eine Meinung dazu, wie ihr das findet. Genau. Und ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Wie gesagt, ich kaufe immer noch weiterhin so ein. Ich werde immer wieder Fotos hochladen, wie ich einkaufe. Und das werde ich euch weiterhin zeigen. Da braucht ihr keine Angst haben. Ich werde immer noch mein Hobby treu bleiben. Und wenn es Coupons gibt, dann bin ich da und dabei. Weil, wie gesagt, ich liebe Sparen und ich kann jetzt froh sein, dass ich meinen Vorrat habe. Wirklich, wirklich. Und ich merke das im Geldbeutel, Leute. Wenn ich jetzt einkaufen müsste, ne, würde ich das fett im Geldbeutel merken. Aber da ich was zu Hause habe, muss ich das teure Zeug nicht kaufen. Das heißt, das Geld bleibt mir einfach übrig. Oder das Geld bleibt halt für andere Sachen. Wie gesagt, Schulzeug oder weiß ich nicht, gell? Kinder brauchen immer irgendwas. Schulgeld, Schulzeug und weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall, das bleibt alles übrig und das kann ich dann dafür ausgeben. Und deswegen mache ich ja das Ganze, dass einfach mehr Geld übrig bleibt, damit man nicht jeden Cent fünfmal umdrehen muss, ne? Genau. Wie gesagt, ich werde euch weiterhin meine Schnäppchen zeigen, meine Sachen zeigen. Da bleibe ich dabei, auf jeden Fall. Und weil das macht Spaß, ist mein Hobby. Und ihr kennt ja mein Motto zum Coupon. Und ja, ich wollte es einfach nur ein bisschen loswerden. Ja, dann sind wir schon beim Ende beim Lauberbildung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.